Die Rasenfläche sieht schon richtig, richtig gut wieder aus. Man sieht kaum noch die Spuren vom Vertikutieren. Es ist nach einer Woche fast verschwunden. Ich habe euch noch gar nicht erzählt, was ich für eine Düngung gestreut habe. Ich habe eine ganz leichte Stickstoffdüngung gestreut und eine kräftige Eisendüngung. Ich habe mit Ferrotop von Compo gestreut. Ich bin ein alter Compo-Fan, muss ich leider zugeben. Und wenn ihr nochmal hier guckt, mein Video zur Bodenanalyse 2.0, da ist ja herausgekommen, dass ich einen relativ starken Eisenmangel in meinem Boden habe. Und deswegen habe ich jetzt zum zweiten Mal einen Eisendünger gestreut. Und man sieht das auch schon nach einer Woche. Der Rasen wird schon so richtig schön grün. Und es ist eben von der Stickstoffbelastung wiederum nur ganz gering. Nur 5% Stickstoff, das sollte reichen. Und dann werde ich im Herbst nochmal eine stark kaliumbetonte Düngung streuen. Oktober, November. Da kommt nochmal der Kaliumdünger zum Schluss. Und dann ist gut. Ja. So, jetzt geht's aber los. Ich konnte es nicht lassen. Das ist so ein herrlicher Tag. Ich musste einfach mähen. Und das sieht gierig aus. Ob das jetzt der Rasensamen ab kann oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe einfach gemäht. Herrlich. Schön kurz jetzt. 16 mm. Traumhaft. Sieht unglaublich gut aus. Herrlich. Jetzt mähe ich noch mit dem Atco die Ränder. Dann bin ich fertig. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.